Herzlich willkommen beim Frauenfilmfest Online. Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch im Rahmen des Fokus The Connection von Pflanzen, Menschen und anderen Tieren. Ich begrüße ganz herzlich jetzt hier bei mir im Online-Gespräch Lisa Truttmann, die Regisseurin von Tarpaulins. Hi Lisa. Hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung und freut mich, dass mein Film bei euch läuft. Ja, danke vielmals. Eigentlich haben wir zu danken und nicht nur dafür, dass dein Film bei uns laufen darf. Passt einfach super in das Programm. Da kommen wir aber später zu. Ich möchte mich aber nochmal ganz herzlich bedanken. Du bist ja auch Mitglied bei der Golden Pixel Cooperative. Und das ist sozusagen eine Kooperation zwischen dem Frauenfilmfest und euch, zwischen der Golden Pixels. Das ist ein Künstlerinnenkollektiv in Österreich. Und ich kann gar nicht sagen, wie viele gute Inputs ich gekriegt habe von einzelnen Mitgliedern von eurer Truppe. Und möchte mich nochmal ganz herzlich dafür bedanken. Und echt beste Grüße dann nach Wien und nach Österreich, wo immer ihr da alle seid. Ich werde das auf jeden Fall weiterleiten und es freut mich, dass wir, dass unser Kollektiv auch so Wellen schlägt. Ja, herrlich. Wir hoffen, dass wir dann Teil des Programms vielleicht irgendwann nach Wien bringen können. Das ist wenigstens jetzt, wo wir offline erstmal online sind, dass wir doch noch irgendwie ins Kino kommen zusammen. Okay. Es geht also hier um die Verbindung von Menschen und anderen Tieren. Es geht um die Frage, wie es gelingen könnte, mehr als menschliche Perspektiven einzunehmen in der künstlerischen Filmarbeit. Und irgendwie scheint mir das so, dass dir das gelungen ist mit deinem Film. Okay, er heißt Tarpaulins. Das ist ja ein englisches Wort für Plastikplane. Und das ist ein überraschender Titel, finde ich. Also auch auf Deutsch heißt er so. Und der heißt jetzt nicht unbedingt Termiten in L.A. Und darum geht es ja auch. Das wäre irgendwie, jetzt können wir uns überlegen, oder du kannst das auch gerne entscheiden. Wollen wir zuerst über Plastikplanen sprechen oder über Termiten? Also vielleicht sprechen wir einfach so generell über den Titel, weil für mich war der einfach auch eine Herleitung oder ein Übergang zu den Termiten, weil Tarpaulins ist für mich einfach so ein bisschen ein weirder Begriff, auch im Englischen. Auch meine US-amerikanischen Freundinnen, also alle dort, die dort gelebt haben, haben mit dem Begriff gar nicht so viel angefangen. Also meistens werden die Planen Tarps genannt. Und das ist mehr so der gängige Begriff. Und ich habe mich dann im Endeffekt für dieses etwas ungewöhnliche Wort entschieden, weil das war auch mein erster Kontakt zu dem ganzen Thema. Und es war sozusagen die Plane, die Oberfläche, die was verdeckt, hinter der ganz viel steckt und hinter der sich ganz viel Weirdness auch auftut oder die sozusagen, wenn man drunter schaut, ganz viel aufgemacht hat für mich. Und das war für mich. Und weil mein Filmschaffen und meine Arbeit oft mit so kurzen Momenten beginnt oder mit irgendwelchen visuellen Eindrücken, hat das für mich dann irgendwie ganz schön gepasst, irgendwie so eine Oberfläche zu nehmen und die aber aufzumachen. Ja, also die Planen, also LKW-Planen in den wunderschönsten Farben, werden da in L.A. benutzt, um Häuser einzuhüllen für einen ganz miesen kleinen Zweck. Und ich würde vielleicht dann doch ganz kurz zuerst vielleicht nochmal dann wieder einen Übergang schaffen zu den Termiten als Protagonistinnen deines Films. Die werden erst, ich habe das wirklich mir angeguckt, nach 22 Minuten zum ersten Mal erwähnt. Und zwar dann, wenn so ein Entomologe, also ein Insektenspezialist, anfängt zu sprechen und Erklärungen aus dem Off kommen dazu. Und der erläutert, dass praktisch Menschen die perfekten Termitenhäuser bauen in der Stadt L.A. Also es ist ein perfektes Ökosystem für diese Termiten. Das ist, finde ich, jetzt total spannend, dass das so spät eigentlich erst kommt und ganz toll irgendwie montiert in dem Film. Wie hast du das eingestielt? Ich habe mich im Grunde dazu entschieden, auch so einen ganz persönlichen, subjektiven Zugang auch im Film zu vermitteln. Also die Termiten selber die waren für mich auf der einen Seite diejenigen, die mich durch die Stadt geführt haben, die der Grund waren, das Ganze zu machen, die der Grund waren, warum diese Häuser eingepackt werden. Aber ich habe sie bis zum Schluss eigentlich auch gar nicht zu Gesicht bekommen. Also, und beziehungsweise habe mich jetzt ganz, ganz, ganz langsam an sie herangetastet. Also sie waren die ganze Zeit präsent und sie haben eigentlich für mich viel mehr als so eine Analogie oder so eine Metapher funktioniert. Etwas, an das ich mich gehalten habe, etwas, das mich irgendwie so
Einerseits in ihrem Wesen und in ihrem Verhalten, in ihrer Gruppenaktivität und in ihrer Gemeinschaft mich da geleitet haben, aber vielmehr von der Idee her als von ihren eigenen Bildern her, weil sie sich eben im Untergrund verstecken und eigentlich überhaupt nicht sichtbar werden. Also ich finde das total interessant, welche Varianten du anbietest, so eine Perspektive, also eine Termitenperspektive praktisch einzunehmen. Mir fallen da so ein paar Szenen ein, schon ganz am Anfang, man ist von innen in so einem Haus und dann so schrumm kommt vor dem Fenster eine Plastikplane runter. Bei mir hat das sofort eine klaustrophobische Situation ausgelöst. Ich schätze mal, wenn man das im Kino sieht, ist es noch viel intensiver und mir kommt dann da schon in den Sinn, wie es wohl den Termiten ergehen wird. Also ich fange schon an, so selber die Rolle einzunehmen und das zieht sich durch in anderen Einstellungen, zum Beispiel, wenn du dann diese großen Häuserkonstruktionen im Bau in L.A. zeigst, das sind Holzkonstruktionen, dann wirken die Arbeiterinnen auch da drin wie Ameisen, sowas, da habe ich so Assoziationen gekriegt. Oder du zeigst irgendwann tatsächlich mal so ein zerfressenes Stück Holz, an dem Hände rumspielen, irgendwie die auch so dann rumgrabbeln, dass man denkt, ja, irgendwie wie Termiten fassen die Hände an und so. Und das sind alles so ganz, also ich weiß nicht, ist es der Versuch oder habe ich das jetzt einfach da reingelesen, so eine Termitenperspektive anzudeuten? Ja, ganz bestimmt. Also ich habe ja zuerst die echten Termiten entdeckt oder das, was sie sozusagen in der Stadt auslösen. Und dann viel später noch, im Laufe der Recherche, habe ich ja dann auch Jean-Pierre Guérin und Manny Farber entdeckt. Und Manny Farber hat ja einen Essay geschrieben über White Elephant Art versus Termite Art, also wo sozusagen die Idee einer Kunst der Termiten erläutert wurde und wo sozusagen auch die Idee der Kunst der Termiten, also wo die Termiten diejenigen sind, die im Untergrund arbeiten, die nicht sichtbar sind, wo es nur um konstante Aktivität geht, wo man sich wild durch die eigenen Grenzen durchfrisst. Und das war für mich einfach so total schön, das zu entdecken, wo er einfach mir sozusagen irgendwie so die Basis darlegt, von der ich dann ausgehen kann. Und ja, also Guérin hat dann irgendwie in einem Essay über den Essay-Film, über das Genre des Essay-Films, die Termitenkunst überhaupt als Beschreibung oder Manny Farbers Termitenkunst als Beschreibung für ein ganzes Filmgenre, den Essay-Film, hergenommen. Und das war für mich dann einfach so die totale Entdeckung, dass ich sozusagen mich mit diesen Termiten verbünden kann auf allen Ebenen. Ich finde das eigentlich eine ziemlich kogeniale Mischung, also über Kunst zu sprechen. Also vor allen Dingen jetzt auch vor dem Hintergrund, dass auch ich mich ja interessiere für diese Verbindung zwischen Menschen, anderen Tieren, Pflanzen und so weiter. Weil man hat schon sehr schnell, wenn man die Häuser eingepackt sieht, das wirkt ja sehr schnell auf einen wie Verhüllungskunst. Also man denkt an Jean-Claude und Christo sofort, also das bleibt einfach nicht aus. Das heißt, es gibt diese Planenkunst, in dem dann ja eigentlich die mexikanischen ArbeiterInnen zu Künstlern werden, die ja auch bestimmte Planen auswählen, Farbgestaltung da betreiben. Und die Termitenkunst, die du aufmachst, die wir auch sehen, das sieht ja auch irgendwie schön aus, diese Gänge, die da in dem Holz entstehen. Und Ebba, deiner Filmkunst, also das hast du jetzt schon gesagt. Also es kommen noch die Plankunst dazu in diese ganze Gemengelage. Ja, also es geht halt schon viel auch darum, irgendwie so auf kleine Dinge auf Dinge zu schauen, die man sonst nicht so schaut. Also auf Dinge, die verhüllt bleiben, die unsichtbar bleiben. Und da zählen natürlich viele immigrantische ArbeiterInnen dazu. Und ich möchte mich ein bisschen davon entfernen, jetzt sie tatsächlich irgendwie so mit Termiten zu verbinden oder sie gleichzusetzen. Aber auf der anderen Seite möchte ich sie eben ja als die KünstlerInnen feiern, die sie auch sind, oder als die Wichtigen, die sozusagen unsere Strukturen bauen und etwas sichtbar machen. Ja, so einfach. So einfach machst du es eben nicht, also weil ich finde, wenn man jetzt anfängt, echt auffällig in deinem Film ist die Soundebene, du machst das, es ist wirklich sehr komplex montiert, es gibt da diverse ErzählerInnen-Stimmen, also ich
ich habe versucht, das zu notieren, bin aber dankbar gewesen, dass es dann hinter den Credits auch aufgelöst wird. Es sind 7 Stimmen, die da sprechen aus dem Off. Es kommen aber auch Expertinnen aus dem Off zu Wort. Es kommen Termitengeräusche, so eine Andeutung von Grubbeln und Kratscheln, Krutscheln und Fressen. Wir haben die Plangeräusche, wir haben die Stadtgeräusche und so. Und diese verschiedenen Ebenen und auch Off-Sound-Ebenen sind wirklich interessant verschränkt, möchte ich mal sagen, weil du kontinuierlich mit Off-Stimmen andere Off-Stimmen kommentierst. Also das ist irgendwie ungewöhnlich und witzig. Und da kommt auch so eine Rangelei, also der Hierarchien der Stimmen, finde ich so. Wer hat hier eigentlich am meisten zu melden, so zu Wort? Und ich finde, was dabei herauskommt, ist, dass deine Erzählerin-Stimme, ich nehme dich jetzt einfach mal, dass du das bist oder die Künstlerin als Sprecherin, da eine sehr starke Position einnimmt, würde ich sagen. Also. Ja, also ich finde es super und freue mich, dass du das hervorhebst, die Stimmen. Also das war für mich ein ganz, ganz wichtiger und aber auch ein ganz, ganz schwieriger Teil des Films oder an der Arbeit oder bei der Arbeit am Film. Klar war, dass es Stimmen geben wird, die durch den Film führen, und klar war, dass es so eine Stimme gibt, die mich repräsentiert oder so eher die fragende Stimme ist oder die Stimme ist, die nach etwas sucht und auf Dinge draufkommt. Und dann die Stimme, die sozusagen die Rückmeldungen gibt, dass die dann auch sozusagen das repräsentiert, was ich erfahren habe oder was sozusagen von den Leuten, die schon länger in der Stadt leben, zurückkam auf meine Fragen. Und die habe ich jetzt im Film dann die Alter-Ego-Stimme genannt. Also ich habe lange nach einer Stimme gesucht, die meine Stimme repräsentiert, und habe auch da Schauspielerinnen gecastet und so. Aber im Endeffekt ist rausgekommen, es musste meine eigene Stimme sein, auch wenn ich das länger verhindern wollte, weil ich da so ein bisschen schon so ein Schamgefühl auch habe. Aber es war klar, dass es irgendwie auch der Akzent eine Rolle spielt, dass das jemand ist, der die Stadt noch nicht so gut kennt oder nur temporär anwesend ist oder nach etwas sucht. Und es war dann irgendwie klar, dass so viele Aspekte nicht authentisch mit so einer Schauspielerinnenstimme repräsentiert werden können, dass ich das selber machen musste. Und der Rest der Stimmen, der vielen Stimmen, sind eigentlich die Leute, die dann auch als meine Companions gelistet werden in den Credits. Das sind all die Leute, die Kolleginnen und engen Freundinnen, die mit mir an dem Film gearbeitet haben. Also das ist im Rahmen von meinem Studium dort entstanden, mein Masterstudium an CalArts. Und da war es einfach so ein ständiger Austausch, und es war extrem wichtig, die Leute, mit denen ich an dieser Sache arbeite. Und wir haben uns ständig ausgetauscht in unseren Arbeiten. Und da kommen wir dann wieder auf die Termiten und ihre Verhaltensweisen zurück. So ein Film entsteht halt einfach nur in der Gruppe, und das war extrem wichtig, dass wir das sozusagen als Organismus funktionieren, wo jeder was anderes irgendwie repräsentiert und jeder eine andere Aufgabe hat und sich das dann ergänzt. Und also insofern war das ganze Film, also war das halt auch eine Analogie aufs Filmemachen, und es kommt ja der Prozess auch immer wieder hinein in den Film. Ja, das ist unheimlich schön, weil ich bin selbst Bienenhalterin und habe da eine sehr große Faszination für staatenbildende Insekten und versuche das natürlich auch weiter hinauszudeuten über das, was dann da passiert. Und es ist schön, wie du das jetzt formulierst. Also dieser Superorganismus, wie kam das ja auch vor, wirklich, dass die Stadt L.A. dann zu so einem Superorganismus wird, wo dann eben auch partikulare Interessen entstehen. Das finde ich auch irgendwie toll an deinem Film. Das ist nicht so ein, die Termiten so, jetzt sind sie arm, wir müssen ihnen helfen oder so, sondern es wird ja auch ganz klar, dass da sind unterschiedliche Interessen von unterschiedlichen Akteurinnen, und die Termiten sind ein Teil davon. Ich finde das auch so interessant, weil es halt dann auch, du machst das relativ klar, eng verwoben ist mit auch dieser Ökonomie der Menschen. Also sowohl, es gibt jetzt MaklerInnen, die da irgendwie Geld mit verdienen, es gibt Schädlingsbekämpfungsberaterinnen, es gibt ja tatsächlich auch, wie heißen die, Termiten-Inspektoren, ist ja schon ein eigenes Berufsbild, und auch diese Termitenprüfung der Banken bei Immobiliengeschäften und so weiter. Also das ist auch eng verknüpft mit so einem geldwerten Geschäft letztendlich. Also manche haben auch was von den Termiten. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es unterschiedlichste Interessen, und was für mich halt extrem wichtig war, ist, dass ich mich nicht sozusagen auf eine Seite schlagen wollte. Also klar war, die Termiten stehen mir nahe, aber auf der anderen Seite wollte ich auch klar machen, es ist jetzt irgendwie, die sind dann trotzdem irgendwie so die Bedrohung für mein Heim, und oder so werden sie dargestellt oder so werden sie vermittelt, und so können sie auch sein, also so echte Feinde.
Es ging nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, du bekämpfst das mit Gas, du bist böse, weil du machst das so oder weil es geht um den Wert des Eigenheims und so, sondern es geht darum, okay, wir sind alle in einer Position, die wir auch immer wieder mal wechseln müssen oder wo, wenn es darum geht, dass das Eigenheim bedroht wird, dann greifen wir halt nun mal zu anderen Maßnahmen und das wiederum ist wieder so eine, beim Essayistischen, es geht nicht darum, sozusagen einen Punkt zu treffen oder eine Aussage zu, einen Schluss zu ziehen aus dem Ganzen, sondern es geht um dieses Mäandern durch die Stadt, durch den Film, durch die Menschen, die darin wohnen, durch die Gebäude, die wir sehen, und sich das weitertragen, sich weitertragen lassen auch. Ja, ich finde, das ist ja wahnsinnig gut gelungen. Also für mich, ich sehe da ganz deutlich so unterschiedliche Schichten, die dabei immer wieder so sich durchkreuzen, wo manche miteinander verwoben sind und andere eben nicht. So, ne? Dass das Ganze so komplex dadurch wird. Und wie ich sagte, ich finde der Sound, also und die Art, wie du den Ton montierst, das fördert das sehr. Also das ist hilfreich für, um diese Komplexität zu erhalten. Andererseits finde ich auch, dass also diese das ist eigentlich diese professionelle, brutale Selbstverständlichkeit der Maßnahmen, die da ergriffen wird, wird ja, finde ich doch, wie du das auch gerade selbst sagst, also sehr klar und auf eine Art auch ein bisschen distanziert dargestellt, auch wenn wir wissen, wo vielleicht deine Sympathien liegen. Ein bisschen ist es auch wie so ein Chirurg bei einer OP, wenn die Jungs da aktiv werden. Die machen dann einfach so ihr professionelles Ding und so. Und ich finde tatsächlich, dass die Kamera, durch die Erzählung auf der Soundebene, die unterstützt das, aber eben auch die Kameraarbeit. Also ich empfinde deine Kameraarbeit oder wer auch immer sie gehalten hat, das weiß ich gerade gar nicht, unheimlich, die wirkt sehr stark. Stabil, also stabil im besten Sinne des Wortes. Es gibt sehr wenig Zooms. Es gibt Fahrten, aber in Maßen, die auch sehr ruhig sind. Und was mir da aufgefallen ist, dass du fängst ganz, ganz nah an, also die Plastikplanen ganz nah. Und dann aber bis die erste Totale der Stadt kommt, also auch da habe ich mal auf die Minutenzahl, das ist 44 Minuten, also sind 2/3 des Films schon vorbei, da kommt das erste Mal, sehe ich eine Totale, das finde ich total interessant, also wie du mit der Kamera arbeitest, auch die, also diese unheimlich schöne Arbeit auch mit Farbstrukturen, also nicht nur die Planen, sondern wer dann noch in welcher T-Shirt-Farbe vorbeikommt an so einer Plane und so, ist alles so schön austariert. Ja, vielen Dank. Die Entscheidung, dieses nah ran, dieses weit weggehen, also es ist einerseits ein konstanter Dialog irgendwie zwischen Mikro und Makro, also das war mir auch ein Anliegen, das deutlich zu machen, also dass man sozusagen einerseits, weil die Termiten eben so ganz klein sind, dass man eben so im Makroblick einfach drauf bleibt und gleichzeitig wandere ich von dem kleinen Superorganismus der Termiten, die sich dadurch Holzstrukturen fressen, eben setze ich die Analogie zur ganzen Stadt und dem Organismus in der Stadt. Insofern war dieser Wechsel ein ganz, ganz wichtiger. Und was du jetzt angesprochen hast mit den Farben und den T-Shirts und so, ich meine, viele Dinge passieren auch einfach. Also wenn man, also ich habe diesen Film über 2 Jahre hinweg gedreht, also immer wieder habe ich eine Nachricht bekommen, alle wussten, dass ich diesen Film mache oder dass mich diese Zelte interessieren, dass mich die Termiten interessieren. Und alle haben gewusst, wenn sie an so einem Zelt vorbeifahren, Adresse an Lisa schicken, und Lisa muss losziehen, weil die stehen halt nur 3 Tage. Und das, ja, und dann passieren eben so Dinge, dass eine Läuferin vorbeiläuft in der exakt gleichen Farbe wie das Zelt dahinter. Also solche Dinge, die, das ist auch, was mich irgendwie interessiert. Also das längere Schauen und zulassen, dass Dinge einfach passieren und die dann im Nachhinein im Schnitt vor allem dann zusammenpicken und ganz neue Bezüge herzustellen, dann eben in der Schnitt- und Soundarbeit. Ja, das birgt auch eine gewisse Humorebene, die irgendwie ganz erstaunlich ist, finde ich, weil ja doch das Ganze fast irgendwie wie spröde erstmal wirkt. Das ist es aber nicht, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt. Ich bedauere das so sehr, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil das eigentlich echt ein bildgewaltiger Film ist. Und ich stelle mir vor, auf der großen Leinwand, was noch viel, viel stärker kommt. Und eine Sache ist mir dann noch aufgefallen. Am Ende, so, du bringst dann auch die Architekturpläne mit ein und Stadtpläne von L.A., die wir dann auch sehen im Bild. Und dann ist mir das aufgefallen, dass Pläne, also Plan, Stadtplan und Plane, dass das nochmal sogar eine Analogie im Wort ist, irgendwie, die ich total witzig fand. Dass, diese Stadtpläne, was sind die für dich da? Naja, diese Stadtpläne, die sollen nochmal, also ich spreche dann, wenn ich die
wenn ich diese Stadtpläne da so vor der Kamera ausrolle, spreche ich halt auch davon, wie sozusagen mich die Termiten in diese verschiedenen Ecken getrieben haben. Ich erwähne kurz, dass da über Zufälligkeit und Nichtzufälligkeit spreche ich dann, wo jemand wohnt, der oder die ganz maßgeblich an meinem Film beteiligt waren. Also es ist nochmal sozusagen vielleicht ein Klarmachen oder darauf hinweisen, wie sehr die Struktur der Stadt irgendwie verglichen werden kann mit den Strukturen, die von den Termiten gebaut werden, wo wir vorher Makrobilder von den Holzstrukturen gesehen haben, wo sie sich ihre Wege reingefressen haben. Beziehungsweise, nein, die sehen wir ganz am Ende, Entschuldigung. Also es sind so ständig so einerseits visuelle und andererseits Ideen, die sich da treffen. Und die Pläne, das ist, also ich habe ja ständig diesen Film immer wieder mal gezeigt oder mit Leuten darüber gesprochen und da war der Film so auf einer halben, auf halbem Weg und dann kam von jemandem, hey, aber ich meine, du könntest doch auch dich irgendwie nochmal, was ist mit Architekturplänen? Es geht ja so stark um Architektur. Also ich habe ganz viel dann auch Sachen mit einfließen lassen, die sich auf halbem Weg ergeben haben. Und die von eben, deswegen gibt es diese Alter-Ego-Stimme und diese Rückmeldungen, weil ich so viel Input auch bekommen habe während des Machens. Ja. Ja, also ich kann dir nur wirklich ein ganz großes Kompliment machen, weil ich einfach auch im Kontext von der Sichtung von all diesen Filmen, die im weiteren Sinn um Nature Culture gehen, also praktisch, wie sind wir denn jetzt verbunden als Menschen in diesem Naturbegriff und so weiter, also Ich habe wirklich wenig Arbeiten gesehen, wo das so gut gelungen ist wie bei dir. Also ohne das zu romantisieren und gleichzeitig die Problematik aufzuzeichnen und deine Sympathien auch klar zu machen, aber dennoch nicht irgendwie, also dennoch die Komplexität, die es hat, dann auch darzustellen. Und zwar nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern es auch noch visuell rüberzukriegen. Also bei mir hast du höchste Anerkennung gefunden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, also für den Film, auch für deine klugen Worte jetzt hier im Gespräch. Dankeschön. Das freut mich sehr. Danke.